Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem besonderen Championats-Video. Wie ihr sehen könnt, scheint durch diesen Busch ein bisschen Licht. Das liegt daran, dass wir gerade in einem Auto sitzen und ich finde es so verdammt cool. Wir können uns auch die Farbe aussuchen, das ist überhaupt kein Problem. Nur das, was ich nicht so cool finde, wenn man das Pferd oder das Auto zurück in das Pferd verwandelt, sitzt man ein bisschen sehr komisch auf dem Sattel. Diesen Bug, das ist zwar nur heute mit dem Auto, aber trotzdem, diesen Bug bekommt ihr weg, indem ihr in den Heimatstall geht und einmal von eurem Pferd absteigt, auf ein anderes draufsteigt und dann wieder zurückwechselt. Und welche Farben gibt es eigentlich? Es gibt einmal Blau, Rot. Rot ist auch sehr, sehr cool. Was gibt's noch? Nochmal Blau. Das ist so Limettengrün gefühlt. Ich finde das Auto ziemlich cool. Ich glaube, das nehmen wir auch. Ich möchte mit diesem sehr, sehr, sehr coolen Auto das Championat mitmachen. Ich stelle es mir ziemlich schwer vor, da man nicht wirklich abschätzen kann, wie man springt. Moment. Also es springt nicht immer und es ist so geil. Es ist auch sehr laut. Vielleicht sollte ich das mal ein bisschen leiser machen. Oh Gott, es gibt... Schaut es euch an, warte mal. Ich finde das gerade total spannend. Wenn man jetzt eine Vollbremse macht, schaut mal auf die Rücklichter. Oh, wie cool. Und was ist, wenn man rückwärts... Oh, das ist so cool. Ich liebe Autos, ehrlich. Oh. Seitdem ich 8 bin, wollte ich schon immer einen Führerschein haben und ich habe morgen meine erste Fahrstunde und ich bin so aufgeregt. Ja, wir sehen uns gleich wieder, wenn die Gruppen eingeteilt worden sind. So, wir sind in Gruppe 1. Ich finde es so cool. Ich liebe es. Ich wünschte, es würde bleiben, dass man das entscheiden könnte. Ich bin sehr gespannt, wie wir vorbeikommen. Auf jeden Fall bin ich mir ziemlich sicher, dass wir so ziemlich in der Mitte sind. Ui, oh, wir haben es geschafft. Gut, wir sind drüben. Ich denke, es machen heute auch sehr, sehr viele mit dem Auto. Aber das abzuschätzen ist gar nicht so einfach. Man weiß nämlich auch nicht, ob das jetzt immer springt, weil manchmal, als ich ganz normal rumgeritten bin oder gefahren bin in dem Fall, ist es nicht hochgekommen und das war ein bisschen... Oh Gott. Wir kommen aber sehr gut durch. Wow. Ich finde es sehr cool. Oha. Und ich habe letztens... Oh! Nein! Klar, immer wenn ich eine Abkürzung ausprobieren will, klappt es nicht. Und da bin ich natürlich ziemlich weit vorne. Wow, May, hättest du machen sollen, wenn du nicht so weit vorne gewesen wärst. Egal, ich finde es immer noch ziemlich, ziemlich cool, mit diesem Auto hier lang zu kurven und lang zu springen. Es macht voll Spaß. Ich finde es auch irgendwie mal als Abwechslung mega. Ja, oh mein Gott, cool. Das war sehr knapp. Wow, das macht voll Spaß. Was ist mit dieser Kuh da los? Oh Gott. Nur die Geräusche beim Springen sind ein bisschen anstrengend. Oh nein, Bella. Warum ist der stehen geblieben? Hat's gebuggt vielleicht? Ich weiß es nicht. Uha. Oh je, okay. Wie wir auch in diesem Auto drin sitzen. Oh. Kurve kriegen. Rüber da. Die bleiben ja alle stehen. Hä? Ist das... Okay. Wir haben es auf jeden Fall noch auf Platz 5 geschafft. Schaut es euch an, ich finde das so cool. Auf jeden Fall ist auf dem ersten Platz die Emily Windbeach. Herzlichen Glückwunsch. Auf dem zweiten die Claudia Flowers Hyde. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem dritten die Pia Beewood. Herzlichen Glückwunsch an euch drei. Dann kommt die Katja Westen. Ich bin auf dem fünften Platz durch meinen wunderschönen Fail. Dann kommt die Natalia Greenberg.
Vanessa Fireforest, Lisa Spaceflower, Johanna Waterstream, Lara Starcloud, Fiona Ponyway, Sally Goldklar, Elvira Silverbrook, Lucia Strongkoppler, Julia Silvermoon, Lina Wilversnake, Sabrina Mightywood, Bella Welldaughter und Alina Dragonpark. Vier sind nicht ins Ziel gekommen, der Rest hat's geschafft. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ui, hier sind voll viele. Hi! Ich bin da irgendwo im Getümmel. Was mache ich denn? So. Ich muss wirklich sagen, dass ich diesen April-Scherz wirklich feiere. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!